Am Donnerstagabend fand in Bad Marienberg eine Demonstration von 300 bis 400 Gegnern der für 3000 Flüchtlinge geplanten Erstaufnahmeeinrichtung am Stegskopf, einem früheren Truppenübungsplatz im Westerwald, statt. Auf einer parallel verlaufenden Kundgebung des Weller Bündnis für Menschlichkeit und Toleranz setzten knapp 3000 Menschen ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer nahm an der Veranstaltung teil. Ihr sei es wichtig, die Menschen zu unterstützen. Die Polizei, die mit 150 Einsatzkräften vor Ort war, spricht von einem friedlichen Verlauf des Abends. Die Beamten mussten sich lediglich um kleinere Vorfälle kümmern.